Gesuchtet. Der Radio Hamburg Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust. Schön, dass ihr wieder dabei seid und es gibt gute Nachrichten. Wir fangen mit guten Nachrichten an in dieser Woche für den deutschen Film. Denn Das perfekte Geheimnis hat mittlerweile über 2 Millionen Besucher und ist damit der erfolgreichste deutsche Film des Jahres. Also herzlichen Glückwunsch an Bora Dagdikin und sein Team. Das Komische bei diesem Film ist, also alle, mit denen ich spreche, sind irgendwie so semi-begeistert von dem Film, aber trotzdem rennen alle rein. Und das ist ja so das Erfolgsrezept eines jeden Blockbusters. Also man redet drüber, alle reden über diesen Film und man hat dann irgendwie das Gefühl, man muss ihn gesehen haben. Ne? Also so kommen dann die Zahlen zustande. Die zweite gute Meldung, ganz frisch reingekommen, Ricky Gervais, britischer Schauspieler und Komiker, wird zum 5. Mal die Golden Globes nominieren. Ja, ich habe mich gefreut. Golden Globes können ja auch sehr zäh sein, aber Ricky Gervais hat es immer geschafft, da was ganz Besonderes draus zu machen mit Publikumsbeschimpfung und manchmal auch richtig extrem. Ne? Also man hat sich gewundert, dass der immer wieder eingeladen wurde, aber inzwischen haben sie kapiert, besser einen kleinen Skandal und gute Einschaltquote als einen langweiligen politisch korrekten Moderator. Das Ganze wird passieren am 5. Januar, wie immer im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles. Noch eine gute Nachricht, ich habe heute nur gute Nachrichten, für alle Fans von Friends, der Kultserie. HBO arbeitet laut Insidern angeblich an einer Friends Reunion. Man weiß noch nicht so ganz genau, ob das ein Special werden soll, also eine einmalige Angelegenheit oder eine neue Serie. Ich halte euch auf dem Laufenden. Alle fragen mich, wie kann ich Disney Plus empfangen? Disney Plus, der neue Streamer aus dem Hause, natürlich Disney, der bisher nur in den USA und in den Niederlanden zu empfangen ist. Und der Grund, was dahinter steckt, ist die neue Star Wars Serie Mandalorian, die da läuft. Also das ist der eigentliche Grund, warum das alle sehen wollen. Wenn ihr regelmäßig Weggesuchtet hört, dann könnt ihr euch, ich glaube, wir haben es in der vorletzten Folge besprochen, müsst ihr nochmal reinhören, wie man das hier eventuell doch empfangen kann, weil bei uns ist der Start ja erst im kommenden Jahr. Und es gab Probleme jetzt beim Start von Disney Plus, also offenbar entweder war die Plattform überlastet und das Streamen hat irgendwie nicht richtig funktioniert, was aber trotzdem, also egal wie viele Leute das streamen wollten, einem Konzern wie Disney sollte da sowas nicht passieren. Die ersten Kritiken zu Mandalorian sind natürlich auch inzwischen da und Kritiker und Publikum mochten die erste Episode, waren aber irgendwie nicht so wirklich begeistert. Also da muss sich die Serie offenbar noch steigern. Wir haben diese Woche so viel vor in der neuen Folge. Ich weiß gar nicht, wie das alles in einen Podcast passen soll. Serienmäßig geht es heute zum Beispiel um The Crown. Dann ist da noch The Irishman, eine neue Netflix-Produktion, der neue Film von Martin Scorsese. Und die Kinofilmstarts sind natürlich auch noch dabei. Last Christmas, Le Mans 66 und ich hatte Interviews mit, jetzt kommt's, haltet euch fest, mit Christian Bale, Matt Damon, Emilia Clarke und Sharon Stone, der großen Sharon Stone. Ich durfte sie treffen anlässlich der Verleihung des GQ Awards vergangene Woche in Berlin. Tickets schenke ich euch auch noch. Also mehr geht einfach nicht. Und wir legen los mit The Irishman. 3,5 Stunden Mafia-Epos vom Spezialisten für Mafia-Filme Martin Scorsese. Frank Sheeran. Am I saying that right? Yeah, you said right. Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you have a show up late. No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then we don't have nothing to worry about. Martin Scorsese, das ist ja so ein Name, also den kann man sich ja auf der Zunge zergehen lassen und dann hat man sofort diese ganzen Assoziationen im Kopf. Casino, Taxi Driver, Goodfellas, Boardwalk Empire und vieles, vieles mehr. Martin Scorsese ist längst selbst eine Regielegende und er hat für sein neues Projekt The Irishman ein legendäres Ensemble von Schauspielern vor der Kamera, Robert De Niro, Harvey Keitel, Al Pacino und sogar der kleine, bissige Joe Pesci ist aus dem Ruhestand noch einmal reaktiviert worden. Joe Pesci, der als Mafia-Fiesling seinen Gegner einmal mit einem Bleistift kalt gemacht hat. Ja, also diese Szene werde ich nie vergessen. Die Kritiken sind schon wieder so gut für The Irishman, dass man misstrauisch wird. Ne? Ich sitze dann ja immer da und denke so, so toll soll das jetzt sein, so toll kann es ja gar nicht sein. Ich fand es gut, aber nicht
sehr gut. Also ich war dann doch irgendwie nicht begeistert. Martin Scorsese hat sich mit 75 Jahren dann auch nicht nochmal als Regisseur neu erfunden. Die Darsteller können dank Digitaltechnik ihre Rollen über 3 Jahrzehnte spielen. Ging ja früher auch mit Maske und so, sah nicht immer gut aus. Jetzt geht es mit Digitaltechnik auch so ein bisschen seltsam, das Erlebnis. Der Film läuft jetzt in den Kinos an. Also es gibt tatsächlich einen Kinostart. Netflix geht auch dazu über, seine Filme im Kino zu zeigen. Allerdings kürzer und nicht so ausführlich wie Amazon zum Beispiel. Aber der Grund, der dahinter steckt, ist natürlich, dass Netflix bei den Oscars natürlich weiterhin eine Rolle mitspielen will. Und da ist die Voraussetzung, wenn man einen Oscar haben will oder eine Nominierung, dass der Film im Kino gelaufen sein muss. Und ab 27. November ist The Irishman dann eben auch bei Netflix zu sehen. Also man kann natürlich sagen, so, warum soll ich mir das im Kino angucken? Weil es ja sowieso in meinem Netflix-Abo drin ist und ich mir das dann umsonst angucken kann. Aber in diesem Fall, Leute, ich sage es euch, es ist eigentlich zu schade, denn das ist ein Film, den man auf der großen Leinwand sehen sollte. The Irishman bekommt von mir also nicht die euphorische 1, die ihm viele gegeben haben, sondern eher so eine sympathische 2. Also ich mochte es, es war tolle Schauspieler, aber das ganz große Ding, finde ich, ist Scorsese jetzt hier auch nicht nochmal gelungen. Auch neu auf Netflix ab 17. November die 3. Staffel von The Crown, also die Geschichte um Queen Elizabeth II. Und das britische Königshaus. Wir sind soweit, Eure Majestät. 3, 2, 1. Heute feiert sie Jubiläum. Dieser Tag wird genauso anstrengend wie der ihrer Krönung vor 25 Jahren. An solchen Tagen frage ich mich, was habe ich erreicht, seit ich auf dem Thron bin? For the times, they are changing. Die neue, die 3. Staffel beschäftigt sich mit dem Zeitfenster von 1964 bis 1977. Das heißt, also die Protagonisten, die Königin und alle werden natürlich älter. Und da hat man sich gedacht, was machen wir jetzt? Ja? Schminken wir die? Also machen wir es wie Martin Scorsese? Lassen wir die digital vielleicht altern? Arbeiten wir mit Masken? Aber nein! Man hat sich entschieden für eine ganz andere Variante, und zwar die Figuren, also die Hauptfiguren, mit älteren Schauspielern zu besetzen. Und ich bin ein ganz großer Fan der Serie, eben gerade auch, also nicht nur wegen der Ausstattung und wegen des Themas, das mich interessiert, sondern auch wegen der Schauspieler. Also auch wegen Claire Foy, die bisher Elizabeth die Zweite gespielt hat. Oder zum Beispiel auch Matt Smith, ganz toll als Prinz Philip. Und ganz wichtig auch für mich, Vanessa Kirby. Für mich die Entdeckung der Serie als Schwester von Elizabeth, also Princess Margaret. Und die sind jetzt alle ersetzt worden. Es gibt jetzt Olivia Colman, die natürlich eine großartige Schauspielerin ist aus The Favourite. Die spielt jetzt die Königin. Matt Smith ersetzt durch Tobias Menzies. Und Vanessa Kirby ist nicht mehr dabei und die wird jetzt ausgerechnet gespielt von Helena Bonham Carter. Also Leute, ich weiß nicht, also was habt ihr euch dabei gedacht? Also nichts gegen Helena Bonham Carter, aber die kann doch nicht allen Ernstes Vanessa Kirby ersetzen. Also die Qualität ist immer noch hoch, aber mir fehlt eindeutig das alte Team vor der Kamera. Und deswegen ist The Crown trotz allem, weil es ist immer noch eine super Serie, nicht mehr eine 1 für mich, sondern nur noch eine 2. Auf Sky gibt es eine neue Serie, die schon seit vergangener Woche läuft. Krieg der Welten, eine Neuauflage des klassischen Science-Fiction-Stoffes, gab es ja schon als Hörspiel. Das erinnert ihr vielleicht. Ich meine, keiner hat das damals gehört, aber es war so ein Hörspiel, das so realistisch war, der Angriff der Außerirdischen, dass die Menschen tatsächlich damals in Panik geraten sind. Steven Spielberg hat daraus einen Film auch gemacht mit Tom Cruise, damals 2005. Und jetzt die Serie mit unter anderem Gabriel Byrne und Elizabeth McGovern in den Hauptrollen. Natürlich greifen auch hier wieder Außerirdische die Erde an. Hat mich bis jetzt noch nicht so gekickt. Bisher eine 3, aber ich kann noch keine endgültige Note vergeben, weil ich ja die ganze Serie noch nicht gesehen habe. Wir wechseln ins Kino. Und da startet diese Woche der Film, der uns zurückführt in eine Zeit, als Autodesign noch echte Kunst war. Die 60er Jahre, Le Mans 66. Gegen jede Chance heißt der Film. Und man denkt ständig, da kommt gleich Steve McQueen um die Ecke. Ja, so retro ist der Film.
Carporn, mehr Carporn geht nicht. Es geht um das legendäre Rennen in Le Mans. Ford gegen Ferrari. Christian Bale spielt den Rennfahrer und Matt Damon den Autodesigner. Also der große Carroll Shelby will ein Auto bauen, mit dem er Ferrari besiegt. Mit einem Ford. Korrekt. Und was hast du denen gesagt, wie lange du dafür brauchst? 200-300 Jahre? 90 Tage. Ford hasst Typen wie uns, weil wir anders sind. Das ist ein Film, der so grandios ausgestattet ist. Es ist eine Zeitreise in die 60er Jahre. Also man kann sich da 2,5 Stunden in seinen Kinosessel setzen und denken so, ja, ich bin in den 60er Jahren. Ich sitze im Auto, ich fahre mit Christian Bale. Und mir ist nochmal bewusst geworden in diesem Film, was für ein grandioser Schauspieler Matt Damon ist. Christian Bale natürlich auch, aber der neigt ja immer so leicht so ein bisschen zum Overacting, hat so die Tendenz, seinen Motor, um in der Autofahrersprache, in der Rennsprache zu bleiben, seinen Motor etwas zu heiß laufen zu lassen. Und Matt Damon, der setzt immer so diese ganz feinen Akzente. Also habe ich in diesem Film nochmal ganz besonders gesehen, fand ich großartig. Da sind auch Oscar-Nominierungen drin. Regie James Mangold, der Mann, der Walk the Line oder Logan gemacht hat. Und dieser Film macht einfach Spaß. Also alle geben richtig Gas, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe den Film jetzt schon 2-mal gesehen. Gestern noch mit meinem Freund Rainer, der ein großer Autofetischist ist. Gerade so Oldtimer und Autos aus dieser Zeit auch mag. Und Steve McQueen. Und der von dem Film auch begeistert war. Le Mans 66 bekommt von mir eine 2+. Und ich habe Christian Bale und Matt Damon zum Interview getroffen für diesen Film in Paris. Und ich wollte wissen, also die beiden kannten sich zwar vorher, aber eher so aus der Ferne. Und wie läuft das dann? Also trifft man sich da nochmal vorher, um warm miteinander zu werden? Oder geht man sich extra aus dem Weg? Wie war das? Und die Antwort kommt von Christian Bale. That's not how I approach things. Yeah. Because Matt is Matt. He's not Shelby. I'm me, I'm not Miles, right? So if I'm hanging out with Matt, I'm hanging out with Matt. That's it, right? And then suddenly, if I'm actually going to go do a scene and I'm Miles and he's Shelby, I'm really having to work double hard not to just see him as Matt. And also to know that he can really see how much I'm acting. Because he's like, oh, I know who Christian is, and this is not Christian at all. So I see what you're doing. And so I actually This think, is distracting. I actually don't think, for me, that doesn't work. You know, hey, how did you form that bond? Is looking like true friends? Did you go out and have lots of beers together? No way. Because the key for it, for me, is to not be myself. You know? That's what people yeah. like about me best, is when I don't behave like myself. Also Christian Bale sagt, sie haben sich vor Beginn der Dreharbeiten bewusst nicht noch einmal getroffen. So arbeitet er nicht, denn er wollte Matt Damon vorher nicht näher kennenlernen. Und noch wichtiger, er wollte nicht, dass Matt Damon zu viel über ihn weiß. Denn wenn sein Filmpartner ihn zu gut kennt, dann durchschaut er ihn ja später beim Spielen vor der Kamera. Und das ist ja definitiv kontraproduktiv. Vor der Kamera will er ja gerade ein anderer Mensch sein. Also geht er mit seinen Co-Stars vorher unter keinen Umständen ein Bierchen trinken. Und er sagt auch, wissen Sie was, die Leute mögen mich sowieso am liebsten, wenn ich mich eben nicht so verhalte, wie ich wirklich bin. Das war natürlich ein Witz und ich wollte dann von den beiden noch wissen, was sie übereinander gelernt haben, was sie eben vorher noch nicht voneinander wussten. What did the two of you learn about each other that you didn't know before? Because I knew he was a bloody good actor. What I didn't know is that he's going to make a bloody good director. He has this perspective, this bigger picture idea. He's able to a balance at the same time as doing incredible acting. And so I do see that in his future in my crystal ball. Well, his discipline is pretty legendary, and it was interesting. It was really fun to see it up close. Like, a lot of times actors, we can't help ourselves. We want everybody to know how hard we're working, you know, like, you know, the amount of research, the amount, and Christian's the opposite, and he turns up on set, and you look at him, and you go, I can see there are thousands of hours that went into this moment right here. But he doesn't brag about it. He doesn't talk about it. It's personal. It's his work that he does, and he comes completely prepared. And when somebody is that locked in all the time, it just pulls you right into the world with them. And it's but that is also that was our access point into
Ken Miles and Carol Shelby's world as well, because they are doing something in a finite amount of time, really not enough time to do it, incredibly passionate about it, and they've got to produce something at the end, you know. And that's exactly what we do, you know, as well. You get very passionate, obsessive people who come in, who have a common dream, a common purpose. You're sometimes going to get conflict, but it's all with an idea of we're all aiming for the same thing, you know. So there's a great bond that is formed. Christian Bale sagt, er wusste, Matt Damon ist ein verdammt guter Schauspieler. Was er nicht wusste, ist die Tatsache, dass er auch das Zeug zu einem guten Regisseur hat. Also er hat den größeren Überblick, eine umfassendere Perspektive, eine Vision, eine Idee, die über das Offensichtliche hinausgeht. Und wenn er so in seine Glaskugel schaut, dann sagt er Matt Damon eine Zukunft als Regisseur voraus. Also da kommt, glaube ich, auch noch irgendwas. Matt Damon sagt über Christian Bale, seine Disziplin und seine Arbeitsmoral sind ja legendär und es hat ihm Spaß gemacht, so das aus der Nähe zu erleben. Und es ist ja tatsächlich so, sagt er, dass Schauspieler normalerweise so das permanente Bedürfnis haben, allen zu demonstrieren, wie hart sie arbeiten. In Interviews sprechen sie gerne darüber, wie akribisch sie so eine Rolle vorbereitet haben. Und Christian Bale, der macht genau das Gegenteil. Also wenn er ans Set kommt, dann siehst du, wenn du ihn dir anguckst, er hat tausende von Stunden in diese Szene investiert. Er gibt aber nicht damit an. Er spricht noch nicht mal darüber. Die Arbeit ist für ihn eine sehr persönliche Angelegenheit. Und wenn jemand so gut zur Arbeit kommt, vorbereitet wie Christian Bale, dann zieht er dich direkt in diese Welt, in diese Illusion mit hinein, die sie gemeinsam kreieren wollen, ne, bei den Dreharbeiten. Und Christian Bale ergänzt dann nochmal, eigentlich unterscheidet sich unsere Arbeit gar nicht so sehr von der dieser Männer, die wir spielen, also diese Rennfahrer, denn beide wollen in viel zu kurzer Zeit etwas eigentlich Unmögliches erreichen. Beim Film ist das nicht anders. Da kommen besessene Menschen zusammen, um unter Zeitdruck und finanziellem Druck einen Traum wahr werden zu lassen. Da gibt es Auseinandersetzungen und Konflikte, aber letztendlich arbeiten alle am selben Ziel. Christian Bale und Matt Damon, zwei sehr sympathische Schauspieler, die ich im Laufe der Jahre immer wieder interviewen durfte und die wirklich total am Boden der Tatsachen geblieben sind. Also Christian Bale ist der Verrücktere von den beiden. Matt Damon sehr bodenständig. Und ich mag die beiden. Die sind wirklich ein Duo, was ich jetzt nach diesem Film noch mehr ins Herz geschlossen habe. Unser nächster Film ist eine Art filmischer Dominostein. Ein Zimtstern, ein Lebkuchenherz für die Vorweihnachtszeit. Last Christmas mit Emilia Clarke, der Mother of Dragons, der Khaleesi aus Game of Thrones. Und hier spielt sie etwas wirklich völlig anderes. Es ist ein Weihnachtsliebesfilm rund um die Musik von George Michael. Deswegen heißt er auch Last Christmas. Und George Michael war in einer frühen Planung sogar noch selbst mit einbezogen. Und es gibt sogar einen neuen Song, der unveröffentlicht ist. Und Emilia Clarke singt und so hört sich das an. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year. Letzte Weihnachten wurde ich krank. Ich bin fast gestorben. Save me from tears. Ich sag's nicht, weil die Leute sonst komisch werden. I'll give it to someone special. Aber ich glaube, bei dir ist das anders. Das alles spielt in London vor Weihnachten und Regie hat Paul Feig geführt, der zum Beispiel Filme gemacht hat wie Brautalarm, einer meiner Lieblingsfilme. Und wie klappt's mit der Diät? Sie isst nur Müll. Trainieren Sie wie besessen? Ganz und gar nicht. Alkohol? Hin und wieder. Sie trinkt wie ein Loch. Weinchen? Du hast dein Leben weggeworfen. Du arbeitest in einem Weihnachtsshop. Ja, aber das ist nur ein Nebenjob. Ich bin kein Karriereelf. Mein eigentlicher Plan ist, ich werde eine berühmte Sängerin. Du, schon wieder. Ich bin Tom. Sag mal, verfolgst du mich? Sind Weihnachtselfen immer so zynisch? Ja, schonungslos. Dies sind dunkle Zeiten. Dann komm lieber mit mir. Oh. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voll serienkillermäßig rüberkommst? Naja, nie mehr als einmal. Ich sage es euch ganz ehrlich, natürlich wie immer, ne? Also Last Christmas ist so einer dieser Filme, bei denen der Trailer etwas besser ist als der Film. Also ich hatte da noch etwas mehr erwartet. Im Film stimmt das Timing irgendwie nicht so richtig. Und es gibt da auch so einen Twist, den ich nicht mochte. Ich war auch mit dem Hauptdarsteller nicht so ganz zufrieden, der eindeutig auch besetzt wurde, weil er in Asien irrsinnig erfolgreich ist. Also man plant da gleich global und möchte natürlich mehrere Märkte bedienen. Trotzdem ist der Film nett. Er ist schön irgendwie, also es ist weihnachtlich, es spielt in London, es ist so ein bisschen Balsam auf unsere vorweihnachtlichen Seelen und deswegen gibt es von mir am Ende eine gute 3, also eine 3+.
Gut, dass Emilia Clarke das jetzt nicht hören kann, weil die dachte bestimmt, ich gebe dem Film eine 2. Ich habe sie in Berlin gesprochen und habe natürlich die Gelegenheit genutzt, mal so ein paar vorweihnachtliche Fragen auch zu stellen. Zum Beispiel, wie wird bei Emilia Clarke in der Familie eigentlich Weihnachten gefeiert? Also gehen irgendwie alle aus? Trifft man sich überhaupt? Wie läuft das? I don't think I've ever spent a Christmas as a family. I don't think we've ever spent a Christmas away from home. It's always, my parents worked abroad a lot. So Christmas is like that guaranteed time. Like so many of my friends have rituals to go out with their mates and get really drunk on Christmas Eve. That was never us. My mum says that Christmas Eve is the best time of the year. So yeah, it was kind of the one moment. Yeah, yeah, we clearly get on, so that works. Or, you know, you work your way through it. Emilia Clarkes Familie feiert Weihnachten immer zusammen. Ihre Eltern waren beruflich immer viel unterwegs und deswegen ist Weihnachten heilig. Da treffen sich dann alle. Während Freunde ja gerne zu Weihnachten ausgehen, um zu feiern, kommt das im Hause Clarke nicht in Frage, auf keinen Fall. Emilias Mutter sagt immer, Weihnachten ist die beste Zeit des Jahres und die Familie versteht sich auch oder versucht es zumindest, gibt sich Mühe, falls es mal Probleme gibt. Und wie ist das mit den Geschenken? Werden die jetzt, ich dachte jetzt, wenn so ein Star, wenn Emilia Clarke berühmt wird, lässt sie mittlerweile Geschenke einkaufen oder geht sie immer noch selbst los? Wie ist das, Emilia? Are you still buying your Christmas presents yourself? Or since you're famous, you're sending someone out? You know, no, I could never do that. It's my favorite thing is to give gifts. It's like something I love doing. But no, I could never get someone else to get my presents. I'll just be on set and order them online if I can't get to the shops. Yeah, normally what I'll do is I'll plan ahead, get all the gifts that I wanted to get, and then at the last minute go, I haven't got enough. And I always have. And then I suddenly am like embarrassed going, sorry guys, there's more. I've got more gifts for you. Ja, Emilia kauft ihre Geschenke immer noch selbst, weil sie eben auch so gerne schenkt. Und sie ist so eine Frau, die das richtig plant alles, ne? Und wenn sie selbst nicht rauskommt, weil sie gerade Dreharbeiten hat und eingebunden ist, dann kauft sie alles im Internet. Und klassischerweise meistens zu viel, weil sie last minute immer denkt, sie hat nicht genug und dann holt sie da tausende von Geschenken raus, was immer auch so ein bisschen peinlich ist. Ne? Wir hören, ja, ihr habt es ja schon gehört, Emilia Clarke in diesem Film singen und sie haben es wieder mal ganz gut gemacht, weil wir haben natürlich eine deutsche Synchronversion, aber die Gesangsparts sind immer noch von Emilia Clarke. Und ich wollte von ihr wissen, wie sie ihre Gesangsstimme entdeckt hat und ob sie vielleicht die Nachbarn auch beim Üben nervt. I assume, seeing the movie, because yeah. the voices are matching, that you are singing yourself. That is me, that is my voice, yes. And how did you find your singing voice? Or where did you practice without annoying the neighbors? Yeah, no, I know. I've always sung. So in my life, when I was a teenager, it was kind of, oh, maybe I'll be a singer and not an actor. Maybe I'll try and pursue that. And acting won, but I've always loved singing. It's kind of my happiest thing to do. So my neighbours are putting up with my singing anyway. So having to just sing this was kind of, you put me in a recording studio, I'm very happy. When you wanted to become a singer, who did you want to be? I mean, there must have been someone you were admiring. Maybe. Jazz. Yeah, I sung, so at school I sung with my big band and my jazz band and did a lot of concerts for that kind of thing. But I can scat a little bit, like I did jazz singing, that's kind of, I was listening to Dionne Warwick when I was 4. I just really love that kind of music, so that would be always what I wanted to do. Emilia sagt, sie hat immer gesungen, eigentlich wollte sie Sängerin werden, hat sich dann aber doch für das Schauspiel entschieden, ja offensichtlich. Und ihre Nachbarn geht sie auch nicht auf den Senkel mit ihrem Gesang. In der Schule hat sie sogar in einer Jazzband gesungen und auch Konzerte gegeben. Ne? Interessant. Und das große Thema natürlich Game of Thrones. Ich wollte von Emilia Clarke wissen, wie fühlt sich das jetzt an? Also ein Jahrzehnt ist vorbei mit Game of Thrones, ein neues Zeitalter fängt an. Wie ist das Gefühl? Melancholisch, traurig, euphorisch, vielleicht ja auch befreit. Wie sieht es aus? We were talking about TV shows and you have been committed to one for a very long time and now you are not anymore. So how is the feeling about that? I mean, you have the freedom to do other things, of course. Yeah. But there must be also maybe a melancholy or sentimental mood about it, or I don't know. Well, I mean, it's just, it's any human that has 10 years of their life come to an end, you're always going to feel a little bit like, what is going on? What is this new thing that's happening? And it's liberating and it's just kind of freeing in a way, but it's difficult to talk about because it makes it sound like I was chained to Game of Thrones, which I wasn't. It gave me absolutely everything and I loved every minute of it. But now it's, you know, you're
30s are, from what I have of my own experience and also from my friends, it's a time of change anyway. So it's all kind of coming at this moment, which is not so much bittersweet as kind of exciting and what is it going to look like? Because there's so many options. They're kind of, the doors are all wide open now, which is exhilarating. Emilia Clarke sagt, wenn man 10 Jahre in etwas eingebunden war, dann ist man natürlich erstmal so ein bisschen orientierungslos, muss sich neu sortieren. Was kommt da alles? Es ist befreiend, sagt sie. Aber es hört sich dann immer so an, als sei sie bei Game of Thrones angekettet gewesen, also gegen ihren Willen, wie ein Drache irgendwo im Keller. Aber das war natürlich überhaupt nicht der Fall. Sie hat jede Minute geliebt. Und sie findet, das ist jetzt eine spannende Zeit, weil sie ja sowieso gerade so in ihren 30ern ist, also ein Alter, in dem sich alles verändert. Und sie ist vor allem im Moment vor allen anderen Dingen gespannt, weil es gerade so viele Möglichkeiten für sie gibt, so viele neue. Emilia Clarke, eine ganz interessante Person. Ich habe sie ja auch schon öfter interviewt und ich finde es jedes Mal wieder erstaunlich, weil sie in Game of Thrones ja doch sehr imposant wirkt. Klar, das hat auch mit ihrer Rolle zu tun. Und dann sitzt da diese kleine, niedliche, lustige Person vor einem, also die wirklich auch ganz anders, sie ist gar nicht ernst, ne? Also sie kann natürlich auch ernst sein, aber sie ist vor allen Dingen sehr lustig, hat sehr viel Humor und ganz schmal. Eine ganz schmale Emilia Clarke und Drachen hat sie auch nie dabei. Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Eine Frau, die ich übrigens auch immer ganz toll fand, war Julie Delpy. Fand ich früher immer großartig, mochte jeden ihrer Filme, heute nicht mehr so sehr. Und ihre neue Regiearbeit, die diese Woche in unseren Kinos anläuft, heißt My Zoe. Ein Drama um das einzige Kind eines Paares in der Krise. Wo ist sie jetzt? Sie müssen sie notoperieren. Sie hat eine Hirnblutung. Was? Ich habe nochmal mit dem Arzt geredet. Er sagt, die Blutung hätte vor allem in der Nacht stattgefunden. Was können wir tun? Gar nichts. Aber du warst es doch, die immer gesagt hat, wenn es keine Hoffnung mehr gibt, muss man weitermachen. Ich hätte nie gedacht, dass Julie Delpy mich einmal so nerven kann. Also diese Frau, die ich einmal so mochte, als Regisseurin, als Hauptdarstellerin in diesem Film, emotionale Erpressung auf allen Ebenen. Daniel Brühl spielt übrigens auch mit, ein Wissenschaftler, das macht er sehr gut, aber das reißt den Film auch nicht raus. Für My Zoe gibt es, sorry Julie Delpy, eine 5 nur. Mehr ist nicht drin, immerhin keine 6, ja, aber es ist wirklich eine große, große Enttäuschung. Aber es gibt noch einen Cop-Thriller, den ich ganz spannend fand. Black and Blue heißt er, mit Naomi Harris, auch eine gute Frau, die ihr zum Beispiel aus den Bond-Filmen kennt. Ich treffe einen Informanten. Du bleibst im Auto. Hör zu, Mann, du bist doch schon jeden losgeworden, der auspacken könnte. Was zum Teufel machst du hier, Kleine? Wo, 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 entspann dich. Wir sind alle Cops hier. Es ist nicht so, wie es aussieht. Sie hatte den Bodycam! Sie ist weg! Findet sie! Black and Blue, ein solider Thriller, klassisches US-Cop-Kino, bekommt von mir eine 3. So, und jetzt kommt es. Ich habe euch ja erzählt, ich habe eine Filmlegende getroffen. Na gut, die anderen sind ja auch Filmlegenden, aber jetzt noch mal eine Legende. Ich hatte ein ganz besonderes Erlebnis. Ich war auf der Verleihung des GQ Man of the Year Award in Berlin eingeladen. Tolle Party, tolle Preisverleihung in der Komischen Oper in Berlin. Und da wurden eben nicht nur Männer ausgezeichnet, sondern auch eine ganz besondere Frau, Sharon Stone. Genau, die Sharon Stone, die Basic Instinct-Legende. Und ich hatte das einzige Interview mit ihr. Wir haben uns im Hotel Regent getroffen und es war kurz vor der Preisverleihung. Und ich dachte, das klappt nie, weil Sharon Stone ist klassischerweise gerne mal so ein paar Stunden zu spät. Und ich dachte, das findet nie statt, aber dann war sie tatsächlich da. Sie war pünktlich da. Wir haben uns dann im Flur, sollte ich mich hinstellen, um sie zu begrüßen. Sie kam da mit ihrer Entourage, also ihren Visagisten und dem Menschen, der für ihr Kleid verantwortlich war. Und haben uns dann die Hand geschüttelt und sind dann in eine Suite gegangen und haben dann da zusammen gesprochen. Und ja, es war erstaunlich intim. Also wir haben vorher über die Zeit noch sehr lange verhandelt, weil ich sollte eigentlich sehr wenig Zeit haben und ich wollte natürlich mehr Zeit und dann hieß es, nein, das ist ja kurz vor der Preisverleihung, geht nicht und so, aber ich habe gesagt, ich versuch's einfach mal und das lief so gut, also ich hatte dann tatsächlich mehr Zeit. Sie wurde an diesem Abend unter anderem dafür ausgezeichnet, dass sie in Hollywood lange vor MeToo schon für Frauenrechte gekämpft hat und ich wollte von ihr wissen,
Warum sie das gemacht hat, Strategie oder Persönlichkeit, also eine instinktive Reaktion. Und hier ist ihre relativ lange Antwort. Okay, thanks. Yeah, there's a show you have to attend, so you have to be quick, right? Don't worry, that's fine here. That's fine, we're professionals. Yeah, perfect, great. No, I just start my back up. Because it never happened, but you never know, you know, there will be the day. Mm-mm. All right, perfect. You better tell Paris this has already put a huge hole in the stocking. Okay. I had a feeling it would eat the hose. Okay. So you will get your award tonight basically because everybody loves you, but also because they said, you know, you fought for a modern free and female Hollywood long before Me Too or anything else. So was this a strategy or did it just happen? I had an amazing father. My father came from a very an interesting family. They were one of the original wildcat oil drilling families. Mm-hmm. And his father and mother and his father's brother started the original drilling in Oil City, Pennsylvania. And they were very, very wealthy. And then there was an accident at the drill site where the well blew up in a really big, terrible explosion and killed everyone. And the business, instead of going to my grandmother, as it should have, went to my great uncle's 18-year-old son, who was in no way prepared to run that business. Sure. And so he gambled and drank away the business in about 2 years. Mm-hmm. And so my grandmother became destitute. Mm-hmm. And my dad and his brother were given away to live in people's barns when they were 3 and 4 years old. Mm-hmm. And my grandmother went to work in an asylum. Mm-hmm. And she took her daughter, who was 7, to live with her. And my dad went to school until the 7th grade. Mm. And my uncle, who he took care of. And then my uncle joined the Navy and when he was teenage, like 14, 15. And my dad went to work. And my father bought back the original house and moved everyone back together. And they worked together to figure out what to do. Mm-hmm. But my father became such a diehard feminist. And I never really understood it until recently. Mm-hmm. I didn't really understand because he would pull me in when I was playing and say, you know, you're letting those boys beat you because you want them to like you. You need to get out there and win. They'll like you more if they respect you. Mm-hmm. And you need to demand respect. You don't ask for respect. You have to demand it because they're not going to give it to you. Yeah. They're going to spend their most of their time trying to take it away from you. And he was very adamant that I demand respect. And he did not want me to be an actress. He thought that these people would treat me like shit. Mm-hmm. And he was right. Ja, Sharon Stone holt da etwas länger aus. Also sie hatte einen ganz erstaunlichen Vater. Ihr Vater kam aus einer sehr interessanten Familie. Er gehörte zu den ersten Familien, die als sogenannte Wildcatter Erdöl gebohrt haben. Das wusste ich auch nicht. Seine Eltern waren die ersten, die in Pennsylvania Öl gefördert haben, waren sehr reich. Doch dann gab es einen schrecklichen Unfall an der Bohrstelle und die Explosion hat dann alle Menschen vor Ort getötet. Also alle kamen da ums Leben. Das Geschäft wurde dann nicht an die Großmutter, sondern an den 18-jährigen Sohn des Großonkels vermacht und der hat die Firma in nur 2 Jahren verspielt und versoffen. Passiert ja immer wieder. Die Großmutter war dann infolgedessen völlig verarmt. Sharon Stones Vater und sein Bruder wurden weggegeben, mussten in Scheunen übernachten. Und da waren sie gerade 3 und 4 Jahre alt und Sharon Stones Vater ist dann auch nur bis zur 7. Klasse zur Schule gegangen, fing früh an zu arbeiten und hat es dann tatsächlich irgendwie geschafft, das Familienhaus zurückzukaufen. Und als Folge dieser ganzen Geschichte wurde Sharon Stones Vater eingefleischter Feminist und sie sagt, mir ist erst vor kurzem bewusst geworden, wie sehr er sie schon als Kind beeinflusst hat.
Und das sah zum Beispiel so aus, wenn die Kinder draußen spielten zusammen, hat er sie beiseite genommen und hat gesagt, du lässt dich nur von den Jungs besiegen, weil du ihnen gefallen willst. Du lässt dich nur von den Jungs besiegen, weil du ihnen gefallen willst, aber du solltest da rausgehen und gewinnen. Und sie werden dich eben mehr mögen, wenn sie dich respektieren. Und diesen Respekt musst du beanspruchen. Danach fragst du nicht, denn freiwillig werden die Jungs den dir nie geben. Ne? Hat Papa Stone gesagt. Also im Gegenteil, die meiste Zeit werden die Jungs damit beschäftigt sein, ihn dir zu verweigern. Und was das anging, war der Vater von Sharon Stone unerbittlich und er war absolut dagegen, dass sie Schauspielerin wird. Denn er war der festen Überzeugung, diese Filmleute werden dich wie Scheiße behandeln. Und er hatte recht, ja, sagt Sharon Stone. Also ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch. Und ich wollte dann auch noch von ihr wissen, sie war ja damals ein Sexsymbol, was ganz anders war als alle anderen Sexsymbole, weil sie eben für eine ganz selbstbewusste weibliche Sexualität stand. Und das war ja damals das Zeitalter der Alpha-Männer in Hollywood. Wie hat sie das geschafft? When you, back then, when you became a sex symbol, you were a very different kind of sex symbol, because you stood for not the typical, the, you know, the one we knew, but you stood for a very confident female sexuality. And how did you get away with that? Well, like I believe in all cases, you know, sexuality is a beautiful thing. It's a thing that, it's why we're here. It's how we are here. So I think we have to take in the beauty and the importance and the power of our sexuality and stop pretending that it's something bad, something wrong. But also, women should stop being intimidated when by men in these positions and understand that they have equal strength and power. And I think that that must not be legislated by men. Sharon Stone sagt, grundsätzlich ist sie der Überzeugung, Sexualität ist etwas Wundervolles und der Grund, ja, aus dem wir überhaupt hier sind und existieren, können wir alle unterschreiben. Und deswegen müssen wir uns der Schönheit, der Tragweite und der Macht unserer Sexualität bewusst sein, gerade als Frauen. Und wir sollten aufhören, so zu tun, als sei Sex etwas Schlechtes oder Falsches. Und genauso sollten Frauen aufhören, sich von Männern in Machtpositionen einschüchtern zu lassen und begreifen, dass sie genauso stark und mächtig sind. Die Spielregeln zum Thema Sexualität sollten nicht von den Männern gesetzt werden. Ja, hat sie recht, ne? Ja, irgendwann, die Zeit lief, ne? Und irgendwann meldete sich dann dezent die Dame im Hintergrund, die Publicistin, zu Wort. So war das dann. Herr Aust, ich möchte keine Spielverderber. I'm sorry, I don't want to be disturbing, but I look at the clock. Yeah. So I think we have to go to... Maybe one more. One, yeah, yeah, just last one. All right. This is always difficult, you know, the last one. It has to be a good one, you know. So I did I forget anything? Yeah, of course, many things. I mean, that's a classic, and I'm sorry I'm asking it because you've been asked many, many times before, I think, but... How do you look back on the whole basic instinct period in your life? I think it would probably, if you could find a better question. All right, so we skip that one. You know how editors are. They sometimes they make suggestions and then... Ja, ich hatte dann noch diese berühmte eine Frage. Ne? Es ist immer, da denkt man so, oh Gott, die muss besonders gut sein. Und dann habe ich mal mit einem Zettel geguckt und die Buchstaben tanzten dann irgendwie so vor meinen Augen. Da habe ich gedacht, naja, zu Basic Instinct hattest du noch nichts. Aber die Frage fand sie dann, wie ihr ja gehört habt, nicht so toll. Muss ich mir schnell was anderes einfallen lassen. Und sie hatte vorher auch mal darüber gesprochen, dass sie auch damals in ihrer Hochzeit, also auch zu Basic Instinct Zeiten, also auch sexuell belästigt wurde. Und ich wollte wissen, wie das konkret aussah. Also wie muss man sich das vorstellen? Man hört immer darüber, aber wie sieht das dann tatsächlich aus? That when someone would come to my trailer and say, you know, we really think you should be having sex with your co-star, I could say, you know, thanks so much for the offer, but I think you should be really having sex with my co-star. I'm actually kind of busy with the acting thing. Mm-hmm. And, you know. Ja, es war tatsächlich so, in den Drehpausen kam dann jemand zum Wohnwagen, also zum Trailer, zum sogenannten, dem berühmten, in dem die Schauspieler ja während der Dreharbeiten wohnen praktisch. Also sie schlafen da natürlich nicht, aber das ist so ihr Rückzugsort. Und dann kommt dann jemand zum Wohnwagen von Sharon Stone und sagt so, ja, solltest jetzt langsam mal vielleicht Sex mit deinem Co-Star haben. Und sie hat dann geantwortet, vielen Dank für das Angebot, aber vielleicht sollten Sie Sex mit meinem Filmpartner haben, denn ich bin hier nämlich gerade...
mit so etwas beschäftigen, das Schauspiel. Denn ich bin hier gerade mit so etwas beschäftigt, das Schauspielen heißt, ne? Sharon Stone, eine ganz interessante Begegnung, eines meiner Highlights in diesem Jahr. Und ja, es war, sie hat auch versucht, so, sie war auch so ein bisschen flirty und dann hat sie mir auch mal die Hand aufs Knie gelegt, apropos sexuelle Belästigung. Nein, es war also ganz, ich saß ganz nah an ihr dran und musste mich schon sehr auf meine Fragen konzentrieren, weil sie ist auch mit 61 Jahren immer noch eine ganz tolle Frau und hat auch eine Ausstrahlung. Und ich finde es erstaunlich, sie hatte diesen schweren Schlaganfall. Sie musste ja alles neu lernen, sprechen, gehen, und wenn man sie heute so vor einem Sitzen sieht, kann man sich das gar nicht vorstellen, dass sie so schwer krank war. Also davon hat sie sich sehr, sehr gut erholt. Und das war's schon wieder. Wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich schenke euch Tickets diese Woche für Last Christmas, den Film mit Emilia Clarke. Wenn ihr euch etwas Gutes tun wollt, nicht nur Glühwein trinken, sondern, oder es ist, beziehungsweise es ist so ein bisschen der cineastische Glühwein in dieser Woche, ne? Wenn ihr euch das angucken wollt. Wie immer sind es Doppeltickets. Ich würde euch nie alleine ins Kino schicken, sondern immer mit einer Person eures Vertrauens. Und ich sage es ja auch immer wieder, ihr könnt mir folgen auf Instagram. Christian Aust heiße ich da, ganz normal, so wie ich heiße. Nicht unter Weggesuchte zu finden oder so. Und ihr könnt den Podcast bewerten, darüber freue ich mich auch sehr. Und wenn ihr meint, es gibt ein Thema, was hier nie besprochen wird, warum redet der Aust nicht darüber, dann könnt ihr mir auch schreiben. Oder Voicemails schicken, das läuft über radiohamburg.de. Ihr wisst ja, wie es geht. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns kommende Woche wieder. Und wie gesagt, also wenn ihr meint zum Beispiel auch, dass ich mit einer Kritik mal völlig falsch liege, wenn ihr sagt so, was hat der da erzählt? My Zoe von Julie Delpy ist doch der Film des Jahres. Warum hat er ihm eine 5 gegeben? Beschwert euch. Schreibt mir. Ich freue mich über alles, was von euch kommt. So, viel Spaß im Kino, viel Spaß mit den neuen Serien. Und wir hören uns kommende Woche wieder mit einer neuen Folge. Tschüss.